Okay, wie fühlt sich das an, wenn man Wasser trinkt? Man fühlt sich gut, ja, das ist einfach eine schöne Sache. Jedes Mal, wenn ich Wasser trinke, nachdem ich Dus hatte, dann danke ich Gott, ich bin dankbar, dass es Wasser gibt. Das ist eine großartige Weisheit Gottes. Und heute wollen wir sehen, was Wasser mit Glauben zu tun hat, was Wasser mit Jesus zu tun hat. Und dazu lese ich eine Geschichte aus Johannes Kapitel 4. Das sind einige Verse. Ich fange mit dem fünften Vers und ich lese bis zum 19. Vers. Also, da heißt es, da kommt Jesus in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du denn größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du schon gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Amen. Eine tolle Geschichte, die schon tausendfach erzählt worden sind. Aber ich staune über das Wort Gottes. Jedes Mal, wenn wir uns damit beschäftigen, öffnet Gott uns eine neue Perspektive. Es ist eine Gegebenheit hier. Jesus ist unterwegs, wie das zu seiner Gewohnheit gehörte. Und er kommt in Samaria an, ist müde. Es ist um die 15 Uhr. Sonne, Hitze. Und er hat auch Durst. Und er nimmt Platz an einem Brunnen. Seine Jünger sind in die Stadt gelaufen, um zu essen zu kaufen. Und da kommt eine Frau, die möchte Wasser aus dem Brunnen schöpfen. Damals, in der damaligen Gesellschaft, war das die Aufgabe der Frau, Wasser zu holen aus dem Brunnen. Die Männer, vielleicht auf der Farm oder sie saßen zu Hause. Auf jeden Fall war das die Aufgabe der Frau. Er hat sie geschickt, geh mal Wasser holen. Er hat sie hingelaufen. Amen. Und Samariter, Jesus ist Jude und diese Frau ist Samariterin. Und die Juden verachteten die Samariter zutiefst, weil sie der Meinung waren, dass die Samariter die falsche Religion hatten. Sie hatten eine Mischung aus Judentum und noch anderen heidnischen Religionen. Darum waren sie verachtend. Es war kein Umgang zugelassen zwischen Juden und Samaritern. Das muss man im Hintergrund, als Hintergrund Wissen haben, um zu verstehen, warum die Frau sich wundert, dass Jesus zu ihr spricht. Also er sieht die Frau kommen und ich glaube, dass der Heilige Geist eben sofort, so wie das Bilderbuch des Lebens dieser Frau aufschlägt und er fängt an, das Leben der Frau zu lesen, zu sehen. Er weiß ganz genau,
wer das ist. Und ich bin mir sicher, er empfindet Mitgefühl und Mitleid für die Frau. Und er möchte, er empfindet auch Leidenschaft, er möchte dieser Frau helfen. Und was wir daraus lernen können, Freunde, ist, dass Gott uns kennt. Die Bibel sagt, nichts ist verborgen vor seinem Angesicht. Wenn ich jemanden sehe, wie jetzt ich Armin vor meinen Augen habe, dann sehe ich einen Körper, ich sehe Armin. Aber was drin ist, sehe ich nicht. Aber das ist anders mit Gott. Gott sieht das Innere. Er sieht über den Schein hinaus. Er sieht über das Physische, das Natürliche hinaus. Und du sitzt heute Morgen hier oder du guckst über das Internet und ich möchte dir sagen, das ist eine gute Sache. Jesus weiß ganz genau, wer du bist. Er weiß ganz genau, wo du im Leben stehst. Er weiß ganz genau, wie es um dich steht. Er weiß ganz genau, was du brauchst. Und er hat die genaue Antwort auf das, was du brauchst. Jesus, du schaut uns, das steht auch in dem Psalm 139. Du schaut diese Frau und ist fest entschlossen, ihr zu helfen. Und darum fängt er dieses Gespräch mit ihr an. Ich glaube, es gab viele andere Frauen wahrscheinlich am Brunnen, die Wasser schöpfen wollten. Aber er spricht ausgerechnet diese an, weil er den Verlauf ihres Lebens gesehen hat, weil er den Zustand ihres Herzens gesehen hatte und hat gespürt, diese braucht dringender Hilfe als alle anderen. Jesus kann dich spotten, wie man auf Englisch sagt. Er kann dich erkennen, da wo du bist. Und sein Scheinwerfer richtet er auf deine Personen. Und sagt, dich möchte ich jetzt hervorheben, hervorrufen. Und ich möchte mit dir etwas tun. An dir etwas tun. Amen. Und Jesus benutzt die Sprache, eine Sprache, die Frau verstehen kann. Er weiß, die Frau ist da, um Wasser zu schöpfen. Und er benutzt eine Metapher von Wasser, um ihr zu helfen, zu verstehen, was ihr er geben möchte, was er ihr beibringen möchte. Das können wir auch für uns festnehmen. Gott weiß, welche Sprache wir verstehen. Und Gott spricht immer so, dass jeder Mensch ihn verstehen kann. Du musst kein Uni-Professor sein, um Gott zu verstehen. Und das ist etwas, was mich auch tröstet. Du musst kein Theologie-Gelernter sein, um Gott zu verstehen. Gott begegnet dir in deiner Lebenslage, in deiner Lebenssituation. Und er spricht so hinein, dass du verstehen kannst. Und er benutzt das Bild von Wasser, um zu dieser Frau zu sprechen. Dann lass uns mal verstehen, warum er sich auf Wasser bezieht, warum er das hier benutzt, das Bild, um mit dieser Frau zu sprechen. Er sagt nämlich in Vers 10, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, und wer ist der zu dir, sagt, gib mir zu trinken, würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser schenken. Er sagt der Frau, ich habe Durst, gib mir zu trinken. Die Frau sagt, hey, warum sprichst du mich an? Du bist Jude, ich bin Samariterin. Lass mich doch in Ruhe, das geht doch gar nicht. Er sagt, Mädchen, wenn du nur wüsstest, mach keinen Fehler, du kannst da nicht die Chance deines Lebens verpassen. Mach keinen Fehler, wenn du nur wüsstest. Manchmal gibt Gott uns Gelegenheit. Manchmal hat er so Punkte in unserem Leben, wo er etwas an uns, etwas Entscheidendes tun möchte. Wenn wir nicht aufpassen, dann können wir diesen Punkt, diese Zeit verpassen. Er sagt, wenn du nur wüsstest, wer gerade mit dir redest, du würdest auf allen Vieren gehen und du würdest mich bitten und anflehen, dass ich dir das gebe. Denn ich habe Wasser, ich habe lebendiges Wasser. Die Frage vorhin war, warum bezieht sich Jesus auf das Bild von Wasser? Um das zu verstehen, Jesus benutzt etwas Natürliches, um uns übernatürliche Wahrheiten zu übermitteln. Um das zu verstehen, müssen wir etwas verstehen, was Wasser es auf sich hat. Warum Wasser? Was ist Wasser? Was sind die Eigenschaften von Wasser? Ich habe ein bisschen recherchiert auf wissenschaftlichen Seiten und ich habe herausgefunden, zu meinem Erstaunen, dass der Mensch aus Wasser besteht. Und ich glaube, einige von uns werden was dazu lernen heute Morgen. Und ich erkläre das. Es heißt, in der Schwangerschaft, wenn eine Frau schwanger ist mit einem Kind, da fängt es schon an. Das Kind lebt quasi in Wasser. Quasi 9 Monate im Wasser, im sogenannten Fruchtwasser. Und wir trinken auch dieses Wasser. Schon gewusst, wenn das Kind rauskommt,
sieht das ekelig aus, aber es ist das, was wir trinken, was uns zum Leben oder am Leben hält. Und bei der Geburt besteht der Körper des Menschen zu 95% aus Wasser. Schon gewusst? Und im Erwachsenenalter sinkt dieser Anteil auf knapp 70%. Und das bedeutet, ein durchschnittlicher Erwachsener hat immerhin 43 Liter Wasser in seinem Körper. Wir schleppen Wasser jeden Tag, ohne es zu wissen. Was bewirkt denn Wasser in unserem Körper? Ich nehme einige Beispiele von Organen, wie wichtig Wasser für unsere Organe, für unseren Körper ist. Wir fangen an mit dem Beispiel der Nieren. Für die Spülfunktion der Nieren benötigen sie eine Menge Wasser. 83% ihrer Gesamtgröße besteht aus Wasser. Die Nieren halten den Salz- und Wasserhaushalt in unserem Körper konstant und sorgen dafür, dass schädliche Stoffe ausgeschieden werden. Das heißt, wenn wir nicht so viel Wasser in den Nieren hätten, dann würden diese schädlichen Stoffe im Körper bleiben. Der Körper wäre vergiftet. Nächstes Beispiel, Blut. Unser Blut besteht zu 83% aus Wasser. Es verdünnt das Blut und mindert so die Gefahr von Blutgerinnsel, Thrombosen und zu hohem Blutdruck. Ein zu geringer Wasseranteil macht sich durch Müdigkeit, Trägheit und Konzentrationsschwäche bemerkbar. Wenn du zu wenig Wasser trinkst, dann fühlst du dich müde, träge und du kannst dich kaum konzentrieren. Außerdem besteht die Gefahr, dass Blutgerinnseln entstehen, Thrombosen oder dass der Blutdruck zu hoch ist. Schon gewusst, auch in unseren Haaren gibt es Wasser. 10% unserer Haare besteht aus Wasser. Und im Gehirn, das Gehirn besteht zu 85% aus Wasser. Ganze 1400 Liter fließen täglich durch das wichtige Organ. Auch nur ein geringer Flüssigkeitsmangel macht sich dort schnell bemerkbar. 1400 Liter täglich in dem kleinen Organ. Nächstes Beispiel, die Augen. Mit einem Anteil von 99% bestehen unsere Augen fast vollständig aus Wasser. Durch verschmutzte Luft oder mangelnde Sauerstoffzufuhr können sie jedoch trocken werden. Auch eine Überanstrengung des Sehorgans, beispielsweise bei der Arbeit am Computer, löst Trockenheit aus. Wasser sorgt dafür, dass unsere Augen mit ausreichend Flüssigkeit benetzt sind für einen klaren und strahlenden Blick. Manche Leute haben vielleicht 105% Wasser in den Augen. Solche sie immer schnell weinen. Das Herz ist das nächste Beispiel. Das Herz besteht zu 75% aus Wasser. Durch eine ausreichende Wasserzufuhr wird der Blutdruck gesenkt und somit unser Herz entlastet. Ein Flüssigkeitsmangel von gerade mal 10% kann jedoch das Risiko auf einen Schlaganfall oder Herzinfarkt erhöhen. Letztes Beispiel, Leber. Das Entgiftungsorgan wird mit einem Wasseranteil von 85% bei seiner Arbeit unterstützt. Kann die Leber bedingt durch den Flüssigkeitsmangel jedoch nicht mehr richtig arbeiten, kommt es zu einer Art Rückvergiftung des Körpers. Das sind nur einige Beispiele. Man kann noch weiterführen. Deswegen merkst du, wenn du Durst hast, hast du das Gefühl, du kannst es an, du musst trinken. Weil der Körper signalisiert das Gehirn, den Nieren und so weiter, ich brauche Wasser, um meine Arbeit weiter leisten zu können. Und die Wissenschaft sagt auch, wenn wir eine gewisse Zeit kein Wasser zu uns nehmen, dann müssen wir sterben, dann versagen die Organe. Amen? Amen? Es heißt, egal was du für ein Mensch bist, ob du schön bist oder nicht schön bist, ob du groß oder klein, reich oder arm, wichtig oder unwichtig, du musst Wasser trinken. Du brauchst Wasser, zumindest wenn du weiterleben möchtest. Wenn du darauf verzichtest, dann bist du tot nach einer gewissen Zeit. Also es ist ein strategisches Beispiel, ein strategisches Vorgehen, das Jesus nimmt, um dieser Frau diese geistliche Wahrheit zu verdeutlichen. Er vergleicht das, was er zu uns geben möchte, was er der Frau geben möchte, mit Wasser. Er sagt, es ist lebendiges Wasser. Wasser, das Leben enthält. Und Wasser, was Leben spendet. Amen. Amen.
Und Jesus möchte auch ganz klarstellen im Gespräch mit der Frau, dass er nicht vom natürlichen Wasser spricht. In Vers 13, 14 sagt er, wer von diesem Wasser trinkt, sprich vom Wasser aus dem Brunnen trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Er sagt, das Wasser, was aus dem Brunnen kommt, das natürliche Wasser, wenn du das trinkst, dann wirst du immer wieder Durst haben. Das erleben wir jeden Tag. Ich habe jetzt gerade Durst. Ich habe vorhin getrunken. Aber er sagt, mein Wasser, wovon ich spreche, ist von einer ganz anderen Art. Es ist ein Wasser, was deinen Durst einmal stillt. Und dieses Wasser wird sogar zu einer Quelle in dir. Und diese Quelle trocknet nie aus. Und es quillt, es bleibt bis in die Ewigkeit. Oh, Halleluja. Damit sagt er auch in dir, dass es zwei Arten von Durst gibt. Es gibt den natürlichen Durst, das ist der biologische Durst. Da brauche ich natürliches Mittel, Wasser, natürliches Wasser. Und dann, wenn ich trinke, dann spüre ich, ja, mein Körper ist beruhigt. Und es gibt aber auch den übernatürlichen Durst, den geistlichen Durst. Dieser bezieht sich auf Seele und Geist. Denn was viele Menschen nicht verstehen, ist, dass der Mensch nicht nur aus Körper besteht. Der Mensch hat zwei Dimensionen. Er ist ein natürliches Wesen. Er hat eine physische Dimension, eine natürliche Dimension, aber auch eine geistliche Dimension. Warum ist diese Unterscheidung wichtig? Weil die Gefahr besteht, wenn wir verspüren beide Arten von Durst, den natürlichen, aber auch den geistlichen Durst, den seelischen Durst. Und wenn wir nicht unterscheiden, dann laufen wir Gefahr, dass wir verwechseln, dass wir vielleicht den seelischen Durst mit dem natürlichen Durst verwechseln. Und dass wir somit das falsche Mittel benutzen, um unseren seelischen Durst zu stillen. Und das erleben wir ein Stück weit im Alltag. Ich nehme ein Beispiel. Es kommt vor, dass wir traurig sind oder dass wir Angst empfinden oder dass wir Sorgen haben. Das geschieht nicht im Körper, das geschieht in der Seele. Amen. Gefühle wie Traurigkeit, Gefühle wie Angst, Gefühle wie Sorgen, die geschehen in der Seele, nicht im Körper. Was machen aber viele Leute, wenn sie Angst haben, wenn sie Sorgen haben, wenn sie traurig sind? Sie greifen zu natürlichen Mitteln, um zu versuchen, diesen Durst zu stillen. Um nur irgendwann zu merken, das funktioniert nicht. Beispielsweise greifen manche zu Essen. Ihr kennt den Begriff von Frustessen. Ja, manche reißen eine Tüte Chip auf und stecken alles rein. Manche trinken vielleicht süße Getränke, vor allem Cola zum Beispiel. Andere trinken Alkohol in übertriebenen Mengen. Manche nehmen Drogen, manche gehen einfach einkaufen. Frust einkaufen. Solche gibt es auch. Manche greifen zu Sexualität, andere lassen sich ablenken durch Fernsehen, durch Smartphone und andere Mittel, wie wir heute haben. Andere arbeiten noch mehr, immer mehr, damit ich nicht an mein Problem denken muss. Diese Dinge beziehen sich auf den Körper. Wenn ich Chips esse, wenn ich rauche, wenn ich trinke, wenn ich Drogen nehme, dann bezieht sich das auf den Körper. Der Körper wird für eine kurze Zeit beruhigt, aber der seelische Durst bleibt bestehen. Manche verspüren einen geistlichen Durst, das Bedürfnis eben mit dem Übernatürlichen in Kontakt zu treten. Und was machen sie? Sie gehen vielleicht zu Wahrsagern und nehmen Kontakt mit Toten auf. Manche haben esoterische Praktiken, wodurch sie versuchen, eben Kontakt mit der übernatürlichen Welt zu haben. Andere beten Satan ganz direkt an, weil sie Macht haben wollen. Das ist der Ausdruck des Durstes des Geistes. Also dein Körper empfindet eine gewisse Art von Durst, deine Seele und dein Geist empfinden eine gewisse Art von Durst. Beides sollte man voneinander trennen, unterscheiden und auch erkennen, für jede Art von Durst gibt es eine spezifische Mittel. Nicht verwechseln. Amen. Amen. Viele Leute sind in Reiki, in Meditation, in Yoga und ähnlichen esoterischen Praktiken verstrickt. Sie wollen einfach ein bisschen innere Ruhe haben. Nur um zu merken, dass es nicht funktioniert. Jesus sagt, ich habe ein Wasser.
für diese Art von Durst. Mein Wasser stillt deinen Durst. Nur das Wasser Jesus kann diesen Durst stillen. Ich meine, im Alltag zeigen wir mehrfach, dass wir weise Menschen sind. Wenn du ein Auto hast, dein Auto hat ein Problem. Wer geht mit dem Auto zu einem Tischler? Hallo Tischler, mein Auto hat ein Problem. Dann wird er denken, dann wir gehen zur Werkstatt damit. Wir wissen, der Kfz-Mechaniker, der Meister, der hat es gelernt. Der ist qualifiziert. Ich gehe am besten zur Vertragswerkstatt. Denn ich weiß, dort haben sie die Kompetenz, um den Fehler zu finden und möglicherweise zu beheben. Und anders sollten es uns nicht ergehen mit unserem seelischen, mit unserem geistlichen Durst. Nicht bitte zum Falschen gehen. Nicht bitte zu falschen Mitteln greifen. Die einzig richtige Adresse ist Jesus Christus. No Jesus, no life. Ich sage, Mädchen, ich sehe, du hast einen gewissen Durst in deiner Seele. Was meint ihr, wie diese Frau versucht hat, den Durst ihrer Seele zu stillen? Sie hat ihren Heil in Beziehung gesucht, in Ehe, in harmonische Beziehung mit Männern. Sie hat 5-mal geheiratet und 5-mal ist die Ehe gescheitert. Am Ende hatte sie noch einen Mann, zu dem Zeitpunkt, wo Jesus sie ansprach. Jesus sagt, 5 Männer hast du. Und derjenige, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, ist nicht mit dir verheiratet. Jesus hat die Frau durchschaut. Wir wissen nicht, was sie für einen Familienhintergrund hat, warum das so, aber ihre Seele hatte Durst. Und sie hat auf die falschen Mittel gegriffen, um den Durst zu stillen. Jesus sagt, mein Kind, ich liebe dich so sehr. Und ich habe die Antwort. Und wir müssen wissen, wenn wir die falschen Mittel benutzen, dann laufen wir Gefahr, uns selbst zu schaden. Wer schon mal geschieden ist, der weiß, was es bedeutet. Oder wer schon mal eine Trennung in einer Beziehung erlebt hat, der weiß, das lässt dich nicht ohne. Das ist nicht irgendwas, was man sich freiwillig aussucht oder jemandem wünschen würde. Das hinterlässt Schmerzen und Verletzungen. Und das ist die Gefahr, wenn wir die falschen Mittel benutzen. Jesus sieht das. Und sie sieht, dass diese Frau sich zutiefst danach gesehnt hat, einmal Ruhe in ihrer Seele zu haben. Annahme, Liebe, Akzeptanz, Wertschätzung zu haben. Diese ganzen Männer, wir wissen nicht, woran die Ehen gescheitert sind. Die Bibel sagt, gibt keine Antwort darauf. Aber damals war es so, in der damaligen Gesellschaft, es reichte, wenn der Mann nach Hause kommt und das Essen schmeckt ihm nicht, es reichte, damit er dich vor die Tür setzt als Frau. So einfach war das. Dann schreibt er einfach einen Scheidungsbrief und sagt, tschüss. Na, du kannst dich kochen, tschüss. Also kann man davon ausgehen, dass die Frau Ablehnung erlebt hat durch die verschiedenen Männer. Ich glaube nicht, dass sie das freiwillig ausgesucht hat. Sie hat Ablehnung gelebt. Sie wollte einfach nur geliebt werden, akzeptiert werden, Wertschätzung erfahren. Und sie hat gehofft, dass sie das bei Männern findet. Das war ihre Strategie. Was ist deine Strategie? Was sind die Mittel, die du benutzt, um zu versuchen, den Durst deiner Seele zu stillen? Den Durst deines Geistes zu stillen. Jeder, der hier sitzt, hat eine Strategie. Der eine schaltet den Fernseher ein und guckt von Kanal 1 bis Kanal 50 hin und zurück 50 Mal bis zum Einschlafen. Der andere geht Sport treiben. Der andere setzt auf Beziehung. Jeder hat seine Strategie. Aber tief in uns wissen wir, in unserem intimen Inneren, es fehlt etwas. Das gilt sowohl für Menschen, die gläubig an Jesus sind, als auch für solche, die noch nicht gläubig an Jesus sind. Und beide Kategorien möchte Jesus heute Morgen ansprechen und sagen, die Antwort auf den Durst deiner Seele und deines Geistes bin ich. Diese Antwort hat einen Namen. Diese Antwort ist eine Person. Diese Person heißt Yeshua, genannt Jesus Christus. Er ist derjenige, den Gott gesalbt hat und bestimmt hat,
um diesen Durst zu stillen. Und er sagt, ich habe ein Wasser. Und wenn du nur wüsstest, wie kostbar dieses Wasser ist, du würdest mich anflehen. Du würdest heulend, weinend mich anflehen. Gott, gib mir. Diese Frau war verzweifelt auf der Suche. Nachdem sie das, Jesus das sagt, mein Wasser, wenn du davon trinkst, wird es eine Quelle in dir werden. Und diese Quelle wird bis in die Ewigkeit bleiben. Die Frau, sie hält still, sagt, Moment, was hast du gesagt? Wenn ich von dem Wasser trinke, werde ich nie wieder Durst haben? Sagt sie, bam, gib mir das Wasser. Gib mir bitte, damit ich nicht hierher kommen muss, immer wieder mal. Die Frau weiß, von sich spricht, der Weg zum Brunnen war gar nicht angenehm. Wir wissen nicht, wie weit sie vom Brunnen entfernt gelebt hat. Aber es war 15 Uhr heiß. Wer von euch in Israel schon mal in Israel war, der wird schon wissen. 15 Uhr ist es heiß. Und Wasser ist schwer. Als Kind habe ich Wasser auf dem Kopf getragen. Ich kann das vielleicht besser nachvollziehen als manche von euch. Wir hatten kein fließendes Wasser zu Hause. Wir mussten immer zum Fluss oder zu irgendwo zu einer Quelle gehen, um Wasser zu schöpfen. Mit 10 Liter auf dem Kopf. Die laufen da 1-2 Kilometer. Das war anstrengend. Es gab immer Streit, wenn meine Mutter wollte, dass ich Wasser schöpfen gehe. Weil ich wusste, der Weg dahin ist mühsam. Die Frau sagt, ja, es ist anstrengend, immer wieder zu kommen, Wasser zu schöpfen. Hast du ein Wasser, das meinen Durst für immer stillen kann? Ich will es jetzt. Ich will es haben. Und ich denke, Jesus freute sich, weil er sah, dass die Frau langsam anfing zu verstehen. Und Jesus sah auch, dass die Frau auch zugab, dass sie Durst hatte. Viele von uns verspüren diesen Durst, aber wir tun so, als ob wir so stark wären, als ob alles in Ordnung wäre. Und, alles in Ordnung? Ja. Wie geht's? Gut. Jesus kennt dich. Er durchschaut dich. Diese Frau sagt, gib mir von diesem Wasser. Ich will nie wieder dahin kommen, um zu schöpfen. Und heute möchte Jesus dir auch dieses Wasser geben. Die Frage ist, willst du es annehmen? Wie stark ist dein Wunsch, dieses Wasser zu haben und anzunehmen? Herr, gib mir solches Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und mich nicht mehr herkommen muss. Diese Dinge, die wir tun, um unseren Durst und Durst der Seele zu stillen, sind anstrengend. Es ist mühsam. Jesus möchte dir das schenken. Lass dich beschenken. Halleluja. Lass dich beschenken. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, Mensch, Antoine, diesen Jesus habe ich schon in meinem Leben. Ich verstehe jetzt nicht. Was ist denn meine Partnerin? Es passiert sogar, dass Menschen, die Jesus bereits in ihrem Herzen haben, dass sie das Gefühl haben, dass sie innerlich verdursten, dass sie innerlich trocken sind. Und das hat seine Gründe. Amen? Amen? Die Wissenschaft wiederum, da möchte ich auch wiederum mich darauf beziehen, zeigt, dass unser Körper täglich Wasser verliert. Allein durch die Atmung verlieren wir rund einen halben Liter Wasser pro Tag. Einen weiteren Liter verlieren wir über die Haut, einfach so, auch ohne zu schwitzen. Das heißt, täglich geht Wasser verloren. Und jeder Tropfen Wasser, den der menschliche Körper verliert, muss ersetzt werden, um den Körper funktionsfähig zu halten. Und die Faustregel lautet 1,5 Liter pro Tag. Und zum Frühstück wird empfohlen, 1 bis 2 Gläser Wasser zu trinken, damit man fit in den Tag starten kann. So, was bedeutet das für mich, der ich an Jesus glaube? Jesus, als ich ihn annahm in meinem Herz, als ich ihn einlud in mein Herz, hat er dieses Wasser gegeben. Die Quelle ist da. Nun gehe ich in den Alltag. Und der Alltag ist anstrengend. Und wir hören, dass
der Körper Wasser verliert. Und das verlorene Wasser muss ersetzt werden. Wir haben auch gehört, die Wissenschaft sagt auch, bei Hitze sollte man noch mehr Wasser trinken, weil der Körper noch mehr Wasser verliert. Das heißt, manchmal sind wir in Situationen oder in Lebenslagen, Lebensphasen, wo wir das Gefühl haben, wir sind in einer Hitze. Es gibt so viel Anfechtung, so viele Kämpfe, so viele Herausforderungen. Du fühlst dich zerquetscht. Das ist vergleichbar mit einer Temperatur von 35, 40 Grad. Der Körper verliert noch mehr Wasser. Was tun? Du musst zusehen, dass das verlorene Wasser ersetzt wird. Und wie können wir das verlorene Wasser ersetzen? 100-Euro-Frage. Psalm 1 sagt, gesegnet ist der Mensch, der in der Gegenwart Gottes lebt und der sein Wort liebt. Der ist vergleichbar mit einem Baum, der gepflanzt ist neben einem Wasserbach. Seine Blätter sind immer grün und zur richtigen Zeit trägt er seine Früchte. Der Schlüssel ist das, was Jesus in Johannes 15 sagt, bleibt in mir. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Der Schlüssel ist, dass wir die Beziehung mit unserem Schöpfer pflegen. Dass wir uns bemühen, in seiner Gegenwart zu leben, zu wandeln. Dass wir uns Zeit nehmen, sein Wort zu lesen, zu studieren. Wenn du das machst, dann lebst du ständig bei dieser Quelle. Du bist wie ein Baum gepflanzt neben einem Wasserbach. Und deine Blätter sind immer grün. Denn die Wurzeln sind direkt im Wasser, direkt in der Quelle. Amen. Und noch ein etwas Wichtiges, was ich herausgefunden habe. Die Wissenschaft sagt, dass die älteren Menschen, dass sie dazu neigen, zu wenig zu trinken. Sie empfinden, sie haben ein schwächeres Durstempfinden als die Jüngeren. Und das bedeutet für uns Gläubigen, dass die Gefahr besteht, wenn wir länger im Glauben sind, dass wir diesen Durst nicht mehr empfinden. Dass du den Durst empfindest, bedeutet nicht, dass dein Körper kein Wasser braucht. Und das ist die Gefahr bei älteren Menschen, deswegen kippen sie um, wenn es heiß ist. Weil sie merken nicht, dass Durst, dass der Körper Wasser braucht, obwohl der Körper das braucht. Die Gefahr besteht, wenn wir länger im Glauben sind, dass es zu einer Routine wird. Wir denken, ach Gott, den kenne ich ja. Die Bibel, ach, lese ich seit fünf Jahre alt bin, kennen wir. Ist da, ich bin halt gläubig, ist da. Das ist aber eine Täuschung. Die Wissenschaft empfiehlt, dass die älteren Menschen, auch wenn sie keinen Durst empfinden, dass sie systematisch Wasser zu sich nehmen. Man gibt den Tipp zum Beispiel, dass du morgens, wenn du aufstehst, dass du eine Flasche Wasser vor dich hinstellst, damit du immer wieder daran denkst, ach, ich muss trinken, ich muss trinken. Das ist die Gefahr. Wenn wir schon länger glauben, dann werden wir zu routinieren. Und die erste Liebe ist verflogen. Diese Leidenschaft für Gott ist verflogen. Und wir verwalten den Glauben in den Alltag. Hauptsache, ich mache nichts Schlimmes. Ich bin gläubig. Ich weiß, wo der Hase langläuft in der Gemeinde und im Reich Gottes. Und irgendwann merkst du, du bist trocken. Oder bevor du merkst, bist du schon ausgetrocknet, verdurstet. Gott möchte aber, dass wir aufgefrischt werden. Dass wir ständig bei dieser Quelle bleiben. Am Bach, am Wasserbach bleiben. Dann wirst du diese Realität erleben. Diese tägliche Erfrischung. Das Wasser des Lebens. Und dieses Wasser wird zu einer Quelle. Das heißt, andere können sogar kommen, um daraus zu schöpfen. Ich habe nicht nur so meine drei Gläser oder mein 1,5 Liter, sondern dieses Wasser wird zu einer Quelle in mir. Und wenn ich auch Menschen treffe, die Durst haben, dann können sie davon profitieren. Das ist der Wille Gottes, dass diese Quelle quillt, dieses Wasser quillt bis in die Ewigkeit.
dass wir Wasserlieferanten werden. Dass wir so viel genug für uns haben, noch viel über haben, dass wir auch weitergeben können an Menschen, die Durst haben. Halleluja. Ich möchte zusammenfassen und zum Schluss kommen. Der Kerngedanke der Predigt ist, Jesus hat das Wasser des Lebens. Es gibt zwei Arten von Durst. Es gibt den natürlichen Durst, bezieht sich auf den Körper, und es gibt den geistlichen Durst, bezieht sich auf Seele und Geist. Der natürliche Durst, den kann man stillen mit Wasser. Und du wirst merken, wenn du statt Wasser trinkst, wenn du Cola trinkst oder was trinkt man, also Limonade oder Spezi mit, so, das kann Wasser nicht ersetzen. Richtig? Also musst immer zusehen, dass du das richtige Mittel verwendest. Für den natürlichen Durst hat Gott uns natürliches Wasser gegeben. Natürliche Mittel. Aber für den seelischen und den geistlichen Durst, da gibt es nur eine Antwort, eine Lösung. Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus möchte heute an dich appellieren. Wie steht es um dich? Wie sieht es innerlich bei dir aus? Fühlst du dich trocken, leer, träge, müde? Das kann ein Hinweis darauf sein, dass du zu wenig Wasser hast. Wenn du nicht aufpasst und so in diesem Modus bleibst, kannst du irgendwann verdursten. Aber der Sohn Gottes ist hier. Und er sagt, ich habe ein Wasser zu geben. Wer davon trinkt, den wird nie wieder dürsten. Dieses Wasser wird eine Quelle in ihm werden. Dieses Wasser quillt bis in die Ewigkeit. Wenn du das wüsstest und das glauben würdest, so würdest du mich flehen, dass ich dir dieses Wasser gebe. In Wirklichkeit konnte Jesus auf das Wasser der Frau verzichten. Wir lesen nicht, dass er ihr Wasser getrunken hat, weil die Frau ihm Wasser gegeben hätte. Sie kam überhaupt nicht dazu, Wasser aus dem Brunnen zu holen. Jetzt ist die Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte, dass wir eine Gebetshaltung einnehmen und dass du den Blick richtest in dein Inneres und dass du dir vorstellst, dass Jesus neben dir steht oder vor dir steht, wie bei dieser Frau, dass er sagt, Kind, du schau dich. Ich sehe dein Inneres. Ich sehe den Durst in deinem Herzen. Aber ich liebe dich und ich habe ein Geschenk mitgebracht. Das Wasser des Lebens. Wenn du zuhörst, entweder hier im Raum oder im Internet, und du hast Jesus noch nie bewusst in dein Leben eingeladen, dann möchte ich dir Gelegenheit geben. Hör auf, nach diesen Dingen zu laufen, die werden dich niemals wirklich zufriedenstellen. Nur Jesus Christus kann das machen. Jeder kennt das Gefühl, wenn du Durst hast und trinkst. Jeder kennt dieses Gefühl. Man fühlt sich wohl. Das ist schön. Genau das passiert, wenn du dein Herz öffnest für das Wasser des Lebens. So möchte ich einladen, wenn du hier im Raum bist und du hast noch nie bewusst Jesus dein Leben anvertraut, dann möchte ich, dass du Folgendes machst, dass du mir nachbetest. Ich werde beten und dich einladen, einfach die Worte nachzusprechen, wie als wären sie deine eigenen Worte. Jesus wird das ernst nehmen und er wird in dein Herz kommen. Oh, ich weiß noch ganz genau, als wäre es vor 5 Minuten gewesen. 23 Jahre, es ist 23 Jahre her, am 3. April 95, da war ich zarte 20 Jahre alt. Und ich war wie diese Frau unterwegs. Meine Seele hatte Durst. Mein Geist hatte Durst. Und ich habe die Antworten an falscher Stelle gesucht. In Religion, in Mädchen, in verschiedenen Sachen. Nur um zu merken, nee, das ist nicht die Antwort. Und eines Abends,
am 3. April 1995 hörte ich von diesem Jesus. Ich war innerlich trocken. Keinen Frieden, keinen echten Frieden, keine echte Freude. Und ich habe gesagt, ich möchte es ausprobieren. Dann habe ich gefragt, wie macht man das? Wie kann man denn ein Kind Gottes werden? Wie kann man Jesus in sein Herz einladen? Die haben gesagt, ganz einfach, er ist hier. Und du kannst mit ihm sprechen. Ich sage, ich kann nicht. Dann sagen sie, kein Problem, wir helfen dir. Wir leihen dir Wort. Sag, okay, lass uns das probieren. Sie haben mir geholfen, zu Jesus zu beten. Worauf ich hinaus will, ist, nach diesem kurzen Gebet, fühlte es sich an, wie wenn du ein frisches Glas Wasser trinkst, nachdem du einen starken Durst empfunden hast. Der Unterschied ist, beim Wasser verfliegt dieses Gefühl nach ein paar Sekunden. Aber dieses Gefühl ist bis heute bei mir vorhanden. 23 Jahre später, Halleluja! Der Friede Gottes, meine Seele, ich habe das Gefühl, ich habe es, ich bin satt. Ich habe es gefunden. Ich bin satt, ich bin angekommen. Und das möchte Jesus heute Morgen in deinem Herzen, in deinem Leben realisieren. Lass uns zusammen beten. Du kannst und darfst ihn bewusst in dein Herz einladen, wie diese Frau. Jesus sagt, ich bin der Messias. Und sie glaubte auch, dass er der Messias war. Und das hat ihr Leben verändert. Sie ist ins Dorf gerannt, hat erzählt, kommt und seht, jemand, der mir alles erzählt über mein Leben. Und im Dorf waren viele durstige, herumlaufende Menschen. Sie haben so, wo? Sind alle hingelaufen. Und alle haben von diesem Wasser genommen, getrunken. Du darfst auch heute Morgen. Sprich mir nach. Herr Jesus, ich möchte heute Morgen erkennen und bekennen, dass ich dich brauche. Ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst und dass ich meine Antworten an falscher Stelle gesucht habe. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Komm in mein Herz, Jesus. Ich erkenne, dass du allein den Durst meiner Seele, meines Herzens stillen kannst. Nur du kannst diesen Durst stillen. Komm und wohne in meinem Herzen und gib mir von dem Wasser des Lebens. Danke, Herr, dass du mir vergeben hast. Danke, dass du ab jetzt in mir wohnst. Hilf mir, täglich aus dieser Quelle zu trinken, bis ans Ende meines Lebens.